Was geht ab? Was geht down? Es wird Zeit, die neuen Teams in der Hell Arena jetzt zu testen. Wir sind ja kurz vor Ende der Woche. 6 Fights sind noch übrig. Wir sind ganz weit hinten dran. Wir müssen aufholen. Also brauchen wir jetzt Erfolg mit den Teams. Hier stelle ich erstmal ja, das neue Hunter-Team, was ich euch vorgestellt habe, hin. Der Plan ist hier, Wurmikon schnell zu nuken. Ja, ihr kennt das. Wir nehmen hier mal das Item rein. Ja. Ja, hier Mirror. Ich sag eigentlich immer nie Mirror, aber ich glaube, ich Mirror hier. Weil ich weiß nicht, ob mein. Okay, warte. Ja, ich Mirror das trotzdem. Mein Team ist ein bisschen stärker als sein Team. Das sollte funktionieren. Das sollten wir hier auch wegputzen. Und meine Tanks gegen sein Vanguard Energy Team. Wir gehen mal rein, gucken uns das Ganze an. Was ich noch hier mache, ist, glaube ich, folgendes. Ich nehme, glaube ich, das mit rein. Obwohl, nee, das sind gar keine Dingens da. Kein Crit oder so. Wir nehmen doch das. Lassen das so. Ja, gehen rein, gucken uns das Ganze an, wie das abläuft. Und hoffen, dass wir hier Erfolg haben mit dem Plan, den ich hier aufgeschlagen habe. Aber ich denke, das sollte aufgehen. Ja, wie die Sonne. Das sieht doch super aus. Ja, der neue Typ ist eigentlich nur da, um zu sterben. Aber er muss einfach ein paar Sekunden rausholen, damit alle anderen sterben. Hat funktioniert. Not gonna lie, super gut gewesen. Ja, hier jetzt das Mirror Match. Das sollte eigentlich unser Ding sein. But you never know until you know. Also warten wir es erstmal ab. Ich habe auf jeden Fall meine Helenthes noch ein bisschen geboostet. Weil ich finde, Helenthes ist halt in einer Hell Arena das Beste vom Besten. So. Und das sieht eigentlich sehr gut aus hier für uns. Not gonna lie, wir haben alles schon fast down. Das war easy, das war so, wie ich es mir gedacht habe. Perfekt. Und das würde auch. Ich habe das alte Energy Team gespielt hier, nicht das neue Energy Team. Ich habe ja das neue Energy Team schon auf YouTube präsentiert. Aber das wäre hier, glaube ich, meiner Meinung nach Overkill. Deswegen habe ich jetzt hier das alte Energy Team drin gelassen. Wir wollen ja nicht Overkill. Ampu steht da natürlich ein bisschen blöd jetzt reingepult, aber passt schon. Das wäre ein bisschen blöd für Jaina jetzt. Werde ich das echt verlieren? Ja, nee, ne? Sollen wir das jetzt verlieren, wenn ich. Nee. Aber das sollte Ares auch im Endeffekt alles alleine machen. So ist es nicht. Wir gewinnen das, not gonna lie. All Gucci. Nur noch Doralie. Okay, das war's mit Doralie. Und dann gehen wir hier rein in den letzten Battle. Das sollten meine Tanks auch gut wegpacken hier. Ihr seht, das Barok ist schon weg. Ares ist auch schon ziemlich geschwächt. Gucken wir die nächste Ulti rein. Dann sollte Nord schon ordentlich Probleme haben. Nord ist weg. Und dann steht eigentlich nur noch Ares jetzt im Weg. Und der hat auch nicht mehr so viel Leben. Das sollte eigentlich ganz gut ausgehen, wenn jetzt endlich mal Leo stirbt und wir Damage machen auf Ares. Aber das wird jetzt hier gerade erstmal komplett ignoriert. Jetzt wird er sterben. GG. So, hier ist der nächste Fight. Wieder ein bisschen knifflig. Hier stelle ich wieder die Hunter. Die sollen schnell die Tanks hier wegmachen. Dann stelle ich hier mein altes Energy-Team hin, um die Summoners wegzumachen. Meine Assassinen sollen das Energy-Team hier wegpusten. Und meine Tanks sollen das hier wegpusten. Ja, sollte eigentlich gut sein. Gucken wir uns mal an. Hier sollte eigentlich so Pandemonium quasi instant wegfliegen, genau. Ja, Wurmigon auch instant weg. Der Fight ist instant weg, passt schon. So, das sollte eigentlich auch gut sein. Ich mir eigentlich auch nicht so die Sorgen. Ja, Ampu wird natürlich wieder ein bisschen blöd hier reingepult, ist aber okay. Ah, Leo ist weg. Der Feind ist auch schon durch. Du sollst gar keine Sorgen machen.
ja kein Damage hier dann. Und das war's dann schon. Jaina boostet nochmal ins Nichts, ist egal. Perfekt, das sieht erstmal gut aus. Wir starten langsam unser Comeback hier in der Hell Arena. Ja, das ist auch hier relativ gut. Luke ist wirklich schnell weg. Kann hier gar nichts tun. Jaina kann auch erstmal nichts machen. Und dann steht nur noch. Wer steht da noch? Keine Ahnung. Nicht gesehen. Und der letzte Fight. Tanks sollten das hier auch relativ zerlücken. Fiona wird sterben. Bevor sie, glaube ich, immun kriegt. Nee, gerade eben noch gerettet, aber schade. Aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Klar, wir verlieren Rez, das ist mir klar. Höchstwahrscheinlich zumindest verlieren wir Rez. Fiona ist jetzt dead. Okay, wir verlieren Rez, glaube ich, nicht. Das ist natürlich sexy. Okay, GG. So, dann gehen wir zum letzten Fight heute über und dann gucken wir uns das Ranking mal an, wie es momentan aussieht, ob wir uns ein bisschen hochfighten konnten. Und morgen sind dann noch drei Fights. Die letzten drei Fights dann. Wir haben jetzt hier Energy Team gegen Summoner Team. Wie immer. Hier habe ich mein Tank Team gegen sein Ranger Team. Hier habe ich mein Assassin Team gegen sein Hunter Tank Team. Ja. So. Und dann habe ich hier Summoner Team reingetan gegen sein Assassin Corexia Team. In der Hoffnung, dass das diesmal wieder klappt. Und dann gehen wir rein. Schauen uns das Ganze an. Ob wir das dritte 4-0 heute holen können. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Zumindest nicht verkehrt. Der Fight ist schon sehr schnell gewonnen, das ist gut. Machen wir uns keine Sorgen. So, jetzt kommen meine der Tanks. Die haben eigentlich auch immer Bock. Sieht auch schon mal gut aus. Hey, lass mein Panda da stehen. Der wollte eigentlich gerade Nord töten. Frech. Naja, ist nicht schlimm. Ist sowas von nicht schlimm. Ihr seht, der Fight ist auch schon so gut wie gewonnen. Zack, zack, zack. Nur noch Ares. Der ist aber auch jetzt dann kaputt. Blub. Perfekt. Jo, dann die Assassinen sollten eigentlich die Hunter hier auch recht schnell wegmachen. Gehe ich mal von aus. Haben jetzt unser Immun. Und jetzt wird aufgeräumt. Ihr seht das, hier wird komplett zerlegt. Und dann noch den letzten Fight reingehen. Gucken, was meine Summoners hier machen. Und mit den Assassinen. Assassinen sind erstmal natürlich jetzt immun, ist natürlich nicht ganz so geil. Wir kriegen ein paar neue Hirsche, das ist natürlich immer nice. Und hoffen, dass wir jetzt dann langsam Fiona vielleicht kaputt kriegen können. Wäre ziemlich nice, aber nein. Fiona macht nochmal erstmal hier einen Immun. Ne, irgendwas ist gestorben, ich glaube Fiona. Damit sollten wir das gewonnen haben. Perfekt! Haben wir heute alles 4-0 geholt, das lief jetzt mal super. Die neuen Teams haben sehr gut funktioniert, die ich gebaut habe. Und ja, das passt soweit. Gucken wir mal aufs Ranking. Also das Ranking, wir haben uns wieder zurück auf den vierten Platz geschlagen, aber das sieht so aus, als ob wir Vierter bleiben und ja, wir haben zu viel Rückstand hier, die ersten Tage liefen nicht so gut, bisschen am Struggeln gewesen. Ich glaube nicht, dass wir das noch aufholen können, wir hatten ein bisschen wirklich Unluck auch in einigen Runden. Das ist dann ein bisschen so, aber es ist nicht schlimm, ob wir jetzt Vierter werden, ist egal. Hauptsache wir erhalten so ungefähr den vierten Platz. Ja, das sollten wir doch, glaube ich, hinkriegen. Ja Leute, in dem Sinne, Daumen drücken, morgen letzter Tag, lasst gerne ein Abo da, verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Peace, euer Resign 1.